Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute Knopflöcher. Eigentlich gibt es nur ein Knopfloch, das waagerecht in einem Hemd zu finden ist, und zwar am Kragen. Der Träger hat dadurch mehr Spielraum am Hals, weil sich der Knopf von links nach rechts bewegen kann. Ein senkrecht angebrachtes Knopfloch würde zu schnell ausleiern. Bei manchen Hemden ist deshalb auch das unterste Knopfloch quer eingebaut. Als eine Art Sicherung, gerade wenn man etwas stattlicher gebaut ist, springt der Knopf dann beim Sitzen nicht von alleine auf. Die anderen Knopflöcher auf der Hemdleiste sind hingegen senkrecht eingebaut, wegen der Ästhetik. Bei senkrechten Knopflöchern bleiben die Knöpfe genau in der Mitte. In waagerechten Löchern würden sie bei jeder Körperbewegung hin und her rutschen und das Hemd würde schnell unordentlich aussehen. Und auch aus Platzgründen verwendet man senkrechte Knopflöcher, denn für waagerechte Knopflöcher ist die Hemdleiste eigentlich zu schmal. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.